Auch heute wieder Tagesthemen rund um die Elektromobilität auf dem Kanal von Tesla Fan. Oh, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Daumen hoch immer. Super. Und unterhalb des Videos findet ihr die Links zu diesen verschiedenen Informationen und auch andere Links zu anderen Videos. Kommen wir aber zur Übersicht. Ja, wir haben diesmal einen Kleinwagen, der mit dem Namen Nami Box verkauft wird. Der Lucid Air ist mit im Spiel. Dann Pininfarina Battista, mal schauen, was das ist, Onvo, Kia EV3, schneller als ein Café oder schneller als der Café und Megacity. Ja, viele kleine interessante Sachen heute in meinem Bericht. Aber kommen wir als erstes zum Kleinwagen Nami Box. Dieses Auto aus China ist jetzt schon wohl verfügbar in der Schweiz und in Norwegen. In der Schweiz knapp 22.000 Euro, in Norwegen 22.000 Franken. So. Und in Norwegen 16.000 Euro. Es ist immer schwierig zu sagen, wie der Preis dann wirklich in Deutschland sein wird, weil doch da unterschiedliche Steuersysteme hinter sind. Und daher werden wir irgendwo zwischen diesen 16.000 Euro und den 23.000 Euro errechnet aus den Franken liegen. Aber was bietet dieses Fahrzeug? Ja, das Fahrzeug hat einen 42,3 Kilowattstunden Akku, mit dem es 310 Kilometer weit kommt, was ich schon ganz ordentlich finde. Bei dem kleineren Akku, da liegt das, die haben einen zweiten, das ist ein 31,5 Kilowattstunden und dieser Akku, da kommt man so bei 220 Kilometer. Das ist so wie der, ja, Spring von Dacia. Ja, das Auto für 16.000 Euro wird höchstwahrscheinlich dann der kleine Wagen sein, was aber ganz gut ist, und vielleicht das Auto für 23.000 Euro dann mit dem größeren Akku sein. Irgendwo dazwischen liegt dann wohl die Wahrheit. Es wird kein Renner sein, logischerweise bei so einem Fahrzeug, aber eine Beschleunigung beim Elektroauto ist immer gerade von 0 auf 50 sehr, sehr gut. Da werden die meisten Verbrenner eben nicht so schnell wegkommen, es sei denn, sie legen es darauf an, schneller anzufahren. Ansonsten sind Autos mit Automatik immer im Vorteil vom Schaltgetriebe, weil da muss derjenige ja schalten. Und viele Leute schalten eben nicht so schnell wie das Automatikgetriebe. Man kann wohl schneller schalten, aber ja, das Automatikgetriebe hat einen Vorteil. Und beim E-Auto ist es eben genauso, dass ein Automatikfahrzeug, was dann noch ein ganz anderes Drehmoment untenrum hat, also wird man da nicht so die Probleme haben. Wenn man sich jetzt die Länge anguckt von 4 Metern, ist das kein ganz kleines Auto, aber schon ein sehr kompaktes Auto. Also ein wirkliches Auto, um in den Städten zu fahren, um kleinere Parkplätze damit auch zu bekommen. Ja, beim Nachladen sollen 200 Kilometer nachgeladen werden in 8 Minuten. Das ist allerdings auf den chinesischen Verbrauchszyklus gemünzt. Und wenn man das dann umrechnet, sind das so um die 120, 130 Kilometer, die man nachlädt in 8 Minuten. Und trotzdem schon eine ganz schöne Menge oder Reichweite, die man damit erhält. Und daher denke ich, man wird so bei 30 Minuten liegen, dann hat man 10% auf 80% geladen. Aber das ist nur von mir ein Tipp. Grundsätzlich, der Start soll noch dieses Jahr sein. Dann werden wir Näheres wissen. Sobald das ist, werde ich das natürlich hier auch wieder berichten. Auf jeden Fall eine neue Möglichkeit, ein günstigeres E-Auto neu zu kaufen. Kommen wir zu Lucid Air. Ja, Lucid Air, also Lucid als solches, die Marke, als sie damals angekündigt worden ist, als sie gezeigt haben, wie die Autos gebaut worden sind, war ich relativ fasziniert von dem Fahrzeug.
Mittlerweile bin ich aber eher tendiere ich eher zu einem SUV. Daher war für mich die Limousine irgendwann nicht mehr ganz so interessant. Ein weiterer Faktor waren natürlich die enorm hohen Preise, die schon am Anfang hoch waren, aber dann mit mal nochmal extrem gesteigert worden sind und damit das Auto eben einfach außerhalb jeglicher Reichweite für mich selbst war. Und ich hatte immer auf diesen Grand Touring geschaut, der eben diese riesige Reichweite hat von über 800 Kilometern. Und der war so teuer geworden, dass man ja ein Haus dafür kaufen konnte. Aber jetzt hat Lucid gerade in den USA die Lucid Air Einsteigemodelle für 57.000 Euro im Angebot. Leider ist das nicht so, dass sie das auch hier in Europa haben. Trotzdem, ich glaube, wenn man jetzt wirklich Interesse an so einem Lucid Air hat, mit dem Verkäufer oder ja, Verkäufer, wenn das noch ein Verkäufer oder Vermittler, ich weiß nicht, wie das bei Lucid ist, zu sprechen und darüber mal zu diskutieren, ob das da nicht welche Möglichkeiten gibt. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, weil die Autohersteller natürlich ihre Menge hochhalten wollen, um die Fahrzeuge günstig bauen zu können. Wenn die Menge zu klein wird, werden die Preise einfach vom einzelnen Fahrzeug zu hoch. Daher, dass der Wagen jetzt im Moment 57.000 Dollar in den USA, ja, vielleicht kriegt man ihn hier für 70.000 Euro oder so etwas. Weil ich glaube, die kosten 80, wenn es startet. Ich hatte jetzt nicht nachgeguckt. Könnt ihr mir unten reinschreiben, wenn ihr es wisst. Würde mich freuen. Ja, das zu Lucid. Also, es war ja damals so bei Tesla, das Model S wurde denn ja auch günstiger angeboten. Wobei günstiger natürlich mit einem kleinen Lächeln ist, weil die waren damals sehr, sehr teuer. Im Verhältnis mittlerweile sind sie im Preis ja doch etwas runter und ich glaube eher so im Rahmen, wie man sagen könnte, dass der faire Preis von dem Auto ungefähr getroffen ist. Pininfarina, genau, Bastita Tagamerica. Was ist das? Ja, das ist ein super Auto für einen super hohen Preis. Ich weiß gar nicht, der Preis ist jetzt in dem Bericht gar nicht genannt. Ich schätze mal, dass so ein Auto eine Million kostet oder so. Also ein sehr teures Auto. Das Besondere dabei ist eben, dass es ein Targa ist. Und bei Elektroautos gibt es noch nicht viele Cabrios und viele Targas. Also schon für Leute, die wirklich sehr viel Geld haben, eine Möglichkeit, einen elektrischen Targa sich zu kaufen. Das Auto beschleunigt unterhalb von 2 Sekunden, also ist auch in der Kategorie Ferrari angesiedelt. Wobei Ferrari, ich weiß gar nicht, ob ein Verbrenner Ferrari unter 2 Sekunden beschleunigen kann. 300 Stundenkilometer schnell. Ein Auto, was schon heraussticht. Ich persönlich bin nicht derjenige, der jetzt solch Auto, selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich mir so ein Auto höchstwahrscheinlich nicht kaufen, weil ich sage, das ist nichts für mich, da sitzt man so tief drin und ja, deswegen nicht so interessant. Aber hübsch finde ich das trotzdem, wenn das auf der Straße ist, schon schön anzusehen und toll, dass es eben jetzt auch in diesem Bereich Möglichkeiten gibt, sich was auszusuchen. Ja, es gibt ja da eine ganze Menge Hersteller. Und warum sind sie in diesem Bereich? Die Deckungskosten, also für so ein Auto, was dann fast handgefertigt wird, ist natürlich der Preis entscheidend. Und dadurch, dass sie so besonders sind und so wenig verkauft werden, hat derjenige, der eben etwas kauft, eine besondere Anlage. Ob sie im Endeffekt nachher das wert ist, wenn er es mal wieder verkauft, ist immer dann die Frage. Aber wenn man eben das Besondere haben will, ist dieses Auto ganz bestimmt eines, was man sich anschauen kann. Anders ist das mit dem Onvo. Ja, der Onvo ist eine Submarke von NIO. Und dieses Auto soll wohl irgendwann demnächst auch hier rüber schwappen nach Europa. Noch ist kein Marktstart bekannt, aber Onvo ist die Marke, die Elektroautos günstiger machen soll.
Es ist nun immer so schon gewesen, dass Autos nie günstig sind. Selbst der Dacia Sandero kann man nicht sagen, dass 10.000 Euro, glaube ich, kostet. 12.000, das günstigste Auto. 12.000 Euro ist eine Menge Geld, also günstig ist da gar nichts. Aber sie sind eben für ein Auto günstig. Und die Marke will irgendwas zwischen Autos im Bereich 26.000 Euro bis 40.000 Euro bauen. Ob die denn auch so in diesem Bereich hier rüberkommen, das ist dann immer die Frage. Ich denke, der Druck wird immer größer werden und wenn man in die Masse reingeht, nicht in die besonderen Autos wie jetzt eben den Batista, dann wird man einfach auch preislich gewisse Zugeständnisse machen müssen und da wird der Onvo ganz bestimmt auch mitschwimmen. Ja, dieses Auto hat einen 60er und einen 90 Kilowattstunden Akku drin, 900 Volt Hochspannungstechnik drin, also sehr schnelle Lademöglichkeiten. Meistens sind diese Autos so bei den 20 Minuten von 10% auf 80%, also schon super schnell. Sollen sehr guten CW-Wert haben und damit über 1000 Kilometer kommen im chinesischen Testzyklus. Da kann man ganz getrost mal so 250 Kilometer abziehen, dann kommt man aber immer noch auf 750 Kilometer Reichweite für so ein Fahrzeug. Sehr interessant, der Wagen hat alle wichtigen Ausstattungsmerkmale, die man benötigt. Natürlich wird der 60 Kilowattstunden Akku nicht diese 750 Kilometer haben, aber man kann davon ausgehen, dass er um die 500 Kilometer hat. Und das ist auch schon sehr gut und für die meisten Leute vollkommen ausreichend, wenn man 500 Kilometer WLTP-Reichweite hat. Für Leute, die eben sehr, sehr oft weite Touren haben, ist natürlich immer ein Auto mit einer größeren Batterie komfortabler, wenn es danach geht. Kia EV3. Ja, das ist jetzt wohl sicher, dass der Wagen ab 36.000 Euro kostet. 35.990. Und dieses Auto bietet einfach schon in der Basisversion mit 436 Kilometer Reichweite, Rückfahrkamera, Sitzheizung und das ganze, dieses ganze Zubehör, was da schon drin ist, einen super großen Komfort. Und bei 36.000 Euro, ja, das ist kein Auto für 5.000 Euro, aber wie wir eben festgestellt haben, Autos fangen eben an bei 12.000 Euro, der günstigste. Und wenn man dann in den Bereich SUV hineinkommt und dann wirklich irgendwo im mittleren Bereich SUV guckt, dann liegt man irgendwo bei 24.000, 25.000 für einen der günstigsten, die man kriegen kann. Und wenn man ihn ein bisschen besser ausgestattet haben will, also in diesem Bereich, wo dieses Auto ist, dann liegt man auch immer weit über 30.000 Euro. Also das Auto ist wirklich schon ein Fahrzeug, was vieles bietet, was die Leute suchen. Dazu kann man dann auch noch den größeren Akku kaufen, denn zahlt man allerdings fast 41.390 Euro, also etwas über, also unterhalb von 42.000 Euro. Und das Auto bietet aber dann schon 600 Kilometer Reichweite oder 605 Kilometer Reichweite nach WLTP. Und das sind natürlich Reichweiten, die schon extrem sind. Von den Ladegeschwindigkeiten, ja, da liegt man irgendwo bei einer halben Stunde. Das ist aber, wenn man sagt, ja, ich fahre jetzt mit dem kleineren einmal im Jahr in Urlaub, denke, man will ja auch nicht darunter brettern und total fertig am Urlaubsort ankommen oder total kaputt wieder oben, wenn man zurückgekommen ist aus dem Urlaub, ist so ein Auto schon sehr, sehr praktikabel. Und der Langstreckenfahrzeug mit 605 Kilometer, ja, das ist natürlich genau das Ideale für alle Leute, die eben mal längere Strecken fahren. Und da sind realistische 400 etwas Kilometer drin, wenn man in der Richtgeschwindigkeit vielleicht sogar ein bisschen schneller unterwegs ist.
Und nachgeladen kriegt man dann ja auch nochmal rund 300 Kilometer in 30 Minuten. Und ich glaube, wenn man 400 Kilometer auf der Autobahn gemacht hat mit Stau, Stopp und was weiß ich nicht alles, was dann da dazu kommt und dann eine halbe Stunde Pause macht und dann nochmal 300 Kilometer macht, dann weiß man schon, was man an einem Tag gemacht hat. Ja, und wer wirklich denn die 1000 Kilometer machen will, ja, der macht eine zweite Pause. Und ich denke, wenn man 1000 Kilometer fährt, um die Verkehrssicherheit zu wahren, ist es auf jeden Fall richtig, Pausen zwischendurch zu machen. Durchzufahren, ja, wenn man sehr, sehr fit ist, kann man ganz bestimmt das durchfahren. Aber für jeden, der nicht super durchtrainiert ist, bedeutet das, dass die Unfallrisiken steigen, wenn man sich nicht immer wieder erholt zwischendurch. So, jetzt kommen wir zu schneller als der Kaffee. Was bedeutet das? Ja, die Chinesen, Sicker, die haben jetzt ein Fahrzeug, was nur in 10 Minuten geladen ist. Ist das gut? Ich persönlich, für die Leute, die es unbedingt brauchen, ist das gut. Ich denke, die Tendenz wird sogar dahin gehen, dass das mit diesen 10 Minuten Laden irgendwann wohl Realität wird für alle Fahrzeuge. Nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in 10 Jahren oder sowas, dass dann alle Fahrzeuge mit mal einen Standard haben. Weil mittlerweile hat sich ja ein Standard um die 30 Minuten eingepegelt. Also Fahrzeuge, die heutzutage verkauft werden, wo man sagt, ja, das Laden ist okay, haben 30 Minuten Ladezeit. Ich weiß noch, als ich mein erstes Fahrzeug gekauft hatte, waren die Ladezeiten bei 40, 50 Minuten für 10% auf 80%. Und die Akkus waren kleiner, die damals dort verkauft worden sind bei den meisten Fahrzeugen. Das heißt, das hat sich schon fast um 40% beschleunigt, das Laden. Und diese Limousine, die jetzt dort von Sika gebaut wird, mit 10 Minuten Laden, das ist natürlich schon so, dass man ranfährt an die Ladesäule. Dann muss man ja bis zur Toilette kommen, höchstwahrscheinlich, weil so ein Auto, ich gehe mal davon aus, auch seine 400 Kilometer macht oder 300 Kilometer macht. Und dann braucht man eine kurze Pause, höchstwahrscheinlich. Also muss man im Sprint zur Toilette sprinten und wieder zurück sprinten, um dann ins Auto zu springen und weiterzufahren. Beim Verbrenner schafft man das natürlich nicht, denn beim Verbrenner muss man an der Tanksäule bleiben, was beim Elektroauto vielleicht demnächst auch ist, wenn die noch schneller laden. Hat man geladen, muss man wegfahren, muss mich irgendwo hinstellen und muss dann zur Toilette gehen. Und je nachdem, wie voll das alles ist, kriegt man direkt davor einen Parkplatz, dass man da reinspringen kann, oder man braucht ein Stück weiter, muss ein Stück weiter fahren und hat dann eben auch einen Weg bis zur Toilette. Ja, und dann geht's weiter. Daher denke ich, 10 Minuten ist, ja, da ist das Elektroauto genauso schnell wie der Verbrenner. Davon ausgehend, dass man eben nicht nur da auffüllt, bezahlt und reinspringt und weiterfährt, sondern noch einmal kurz vielleicht Toilette geht oder so etwas. Ja, wenn man noch einen Kaffee kauft oder so, kommt vielleicht auch dazu. Den kann man natürlich unterwegs trinken, für die Leute, die es sehr eilig haben. Aber das ist eben genauso, wenn man jetzt auf einer Landstraße unterwegs ist, relativ volle Landstraße, und die Leute fangen an zu überholen Fahrzeuge. Ich meine, ich finde es unschön, wenn da einfach auf der Landstraße jemand unterhalb von 70 fährt, es sei denn, es ist 70 als Tempolimit. Man sollte schon irgendwie über 70 fahren, aber wenn man über 70 fährt und die Straße ist voll, dann wird es kaum die Möglichkeit sein, wenn man 16 Mal überholt hat, dass man schneller als eine halbe Minute ist, als den, den man als erstes überholt hat. Weil man einfach nicht schnell vorankommt dann. Und das ist genauso. Man springt rein ins Auto und fährt weiter. Ich glaube, ein kleines bisschen Ruhe bewahren, reflektieren und dann einzusteigen ist immer gut. Und daher 10 Minuten
ist schon knapp. Also ich bin mit meinem Auto, was so um die 30 Minuten braucht, 29 glaube ich oder sowas, ist das Model X. Komme ich meistens mit der Zeit nicht aus, aber ich bin auch sehr langsam bei der ganzen Sache. Viele anderen sind schneller und dann wäre 30 Minuten so das, was okay ist für die meisten. Natürlich könnte man sagen, ja, 20 sind besser, weil ich glaube, 20 Minuten, dann ist das kaum zu schlagen, wenn man dann wirklich eine kurze Pause macht, um sich zu erholen und loszufährt, 20 Minuten wäre dann super. Also 30 Minuten sind okay, 20 Minuten sind super, 10 Minuten ist mir fast schon zu schnell. Aber gut, das ist persönliche Geschmackssache. So, jetzt kommen wir zum Thema Megacity. Ja, was ist mit der Megacity? Ja, Shanghai, die stellen alles um. Und zwar soll bis 2027 in Shanghai kein einziger Bus, keine einzige Bahn, kein einziges Taxi mehr mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sein. Die Chinesen sind natürlich mit die größten CO2-Emittenten der Welt. Das sind, ja, ich weiß nicht, ob... Könnte sein, dass sie vor USA sind. Sie bauen ja auch alles in der Welt, von der Welt. Und die bauen aber um. Die bauen super viele erneuerbare Anlagen und Elektroautos über 50% Zulassungsgröße jetzt in China. Und China ist der größte Automarkt der Welt. Daher, da tut sich schon was. Und es wird über kurz oder lang, nämlich bis 2060, was relativ lang ist, soll das klimaneutral sein. Jetzt ist immer die Frage, warum klimaneutral? Ja, grundsätzlich gesehen ist es natürlich so, alle Erdschätze, die man hat, die man nur verbrennt, sind an sich vergeudet. Man kann Öl und andere Stoffe viel besser für Produkte benutzen, anstatt sie in den Ofen zu stecken und zu verbrennen. Daher ist das schon der richtige Weg, umzustellen auf Erneuerbare, aber eben in einem Takt so, dass es stückweise gemacht wird und immer, wenn was gebaut wird, erneuerbar gebaut wird. Auf jeden Fall sehr interessant. Shanghai hat 27 Millionen, nein, nicht ganz, 26,3 Millionen Menschen. Das ist natürlich im Vergleich zu einer Stadt wie Hamburg, die mit 1,7, 1,8 Millionen als Großstadt, als zweitgrößte Stadt in Deutschland ist. Da ist Hamburg ja fast wie ein kleiner Vorort. Und es ist natürlich schon so, dass in China die Belastung, Abgasbelastung schon extrem war zu den Peakzeiten. Sie ist ein bisschen runtergegangen, auch jetzt mit der Tendenz, Elektroautos eben in der Stadt zu haben, weil auch wenn man das nicht wahrnimmt, es ist schon so, wenn Verbrenner, also der Ausstoß von dem Abgas, wenn man in engen Städten mal so durch die Städte geht, wo Autos warten an der Ampel, das ist schon merklich, wenn man das also einatmet. Und das fällt einem nur nicht auf, weil man das gewohnt ist. Man geht durch Städte und da waren immer die Verbrenner und deswegen hat man den Rauch oder diese Abgase. Das ist so wie beim Essen das Rauchen. Früher war das so, man ist in eine Gaststätte reingegangen, hat gegessen und da am Nebentisch hat jemand geraucht. Hat man nicht so direkt wahrgenommen, weil einfach dass die ganze Gaststätte schon sehr stark belastet war mit Rauch. Aber wenn man heutzutage, und das hatte ich 2016, als ich in Prag angefangen habe, in eine Gaststätte geht und man hat vorher immer in Gaststätten gegessen, die dann rauchfrei waren, nun geht man in eine Gaststätte, das war 2016 eben, die Tschechei hat umgestellt, 2017 glaube ich, auf Nichtrauchen in Verzehrgaststätten. Und ist denn, und da raucht denn jemand nebenbei, dann ist das mit dem Essen nicht mehr so schön.
Und genauso ist das mit den Verbrennungsfahrzeugen. Es ist einfach so, dass es eine gewisse Belästigung ist, wenn die Abgase in der Luft sind, auch wenn sie heutzutage wesentlich weniger sind, als das noch früher war mit dem bleihaltigen Benzin. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.